Hallihallo, ihr Lieben. Es ist dunkel geworden hier bei den Nachbarsbauern. Wir sind immer noch im Dezember, ja, 5:30 abends. Ja, es wird schwieriger mit der Arbeit. Aber ich bin vorangekommen. Ich bin weit vorangekommen. Wir sind schon hier auf dem zweiten Feld am tiefen Lockern. Und ich muss hier, oh Gott, erstmal hier meinen Holzanhänger vom Feld fahren. Deswegen bin ich hier gerade unterwegs. Und irgendwo hier im Dunkeln ist bestimmt auch der gute Andi unterwegs. Schätze ich mal. Ich weiß nicht. Ha Hallo, bist du hier irgendwo? Nö, ich liege zu Hause auf meiner Couch, genieße mein Leben. So ist das eigentlich. Ach so. Na dann. Übernehme ich das jetzt mal für die Folge hier und wünsche dir eine gute Erholungsphase. Ja, ciao, ciao. Ciao, bis dann. Nein, ich bin natürlich auf dem Acker hier. Ich muss meine Felder vorbereiten. Ich meine, der Frühling, der rennt ja schon fast auf uns zu. Ich habe jetzt alle meine Felder gemulcht und bringe jetzt hier auf dem Feld Kalk aus, damit ich dann quasi morgen mit dem Tiefenlockern anfangen kann, wenn ich den irgendwann mal wieder bekomme. Aber ich denke, so lange wird der Kacki da nicht mehr brauchen. Hab ja eh noch ein bisschen was zu tun. Ich muss noch ein bisschen Silage nach Hause fahren. Das hatte ich eigentlich für heute Nacht noch so ein bisschen angeplant. Weiß nicht, ob ich da noch großartig dazu komme. Wahrscheinlich eher nicht mehr, so wie ich die Nacht so angucke, wie die. Ja, andere rauscht auf uns, aber Ja. na, mal schauen. Ja, ich schaffe das auf jeden Fall. Das Feld ist jetzt hier nicht so groß. Und ich muss ja auf jeden Fall auch dann noch bei mir die Silage in die BGA schaufeln ein bisschen. Nicht, dass die über Nacht ausgeht. Das wäre fatal, was das Geld angeht. Ja, du gut, das kann mir nicht passieren mit meiner BGA. Aber ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Kalk kaufen, so wie das aussieht. Ich habe jetzt schon wieder 50% Kalk verbraucht, obwohl der Kalkulationsrechner gesagt hat, ich brauche 16.000 Liter. Und ja, mal gucken. Ja. Ach, ist das schön hier so im Dunkeln. Oh, ich habe hier ein schönes Panoramabild hier mit Sonnenuntergang im Hintergrund. Guck mal, das ist schön. Oh. Das ist echt hübsches Bild. Schauen wir mal so ein bisschen. Oh, guck mal mit dem Baum hier. Das sieht irgendwie aus wie ein bisschen wie, fast schon wie afrikanische Savanne. Nur die Ich Berge sind halt ein bisschen sehe da markanter. im Hintergrund dein Industriegebiet. Ja, komm, so groß ist es doch gar nicht. Ich sehe da auf jeden Fall die Getreidemühle rausragen und gut, dadurch, dass Ja. ich hier die ganzen Interaktionsdinger anhab, sehe ich da sehr viele blaue Punkte am Himmel. Und es sind nicht die Sterne, es sind nicht die Sterne. Ist nicht okay. Ja, aber da war mein Industriegebiet auf der Hardcore-Map war schon ein bisschen größer, ne? Ich meine, mit Oh. meinen 12 Bäckereien. Ja, ich hatte ja im zweiten Hardcore hatte ich 10 Bäckereien. Kannst du ja jetzt mal nachempfinden, was ich da so für ein Struggle hatte. Oh. Aber ich bin eigentlich ganz gut rumgekommen, muss ich sagen. Bin mal gespannt, ob wir Auch ein da bisschen noch mehr mal. Zeit wie ich. Ja. Ja, ich bin mal gespannt, ob wir da noch mal irgendwann weitermachen auf dem. Weil dann muss ich irgendwann meine Schafsmilch vom Hühnerstall holen. Ja, wir haben ja diese Milchschafe als Mod mit draufgenommen und die Paletten. Also da kommt die Milch auf Paletten raus, die in Zusammenarbeit mit den langen Frontladergabeln sind nicht so wirklich kompatibel, glaube ich. Nicht? Also Nicht? ich bin da Warum irgendwie nicht? dreimal mit dem Telelader seitwärts Rollen gemacht und einmal sind dann die Paletten so geflogen, dass sie eben wirklich zwei Stück auf dem Hühnerstall gelandet sind. Oh, ja, ist ja hervorragend. Ja, dachte ich auch, so muss das sein. Ja. Bis ich dann auf den Trick gekommen bin,
Man kann an die Paletten auch einfach mit dem Fass ranfahren und die Paletten in den Fass überladen. Ist dann ein bisschen einfacher gewesen. Und extra für die Paletten habe ich mir einen zweiten Telelader angeschafft. Okay. Ja gut, jetzt ich, weil auf dem eigentlichen Hof, ich habe jetzt das so ein bisschen getrennt gehabt, das Mehlindustriegebiet ist ja so ein bisschen ausgelagert gewesen. Da habe ich eben einen stehen gehabt. Und ja gut, für den Hof waren eigentlich sonst keine Paletten mehr. Gut, jetzt kamen dann zuletzt noch ein paar Rosinen und Traubensaft dazu, weil ich zu viel Trauben produziert habe. Und ja, aber es war auf jeden Fall lustig. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn das Neue so langsam ans Laufen kommt, das Projekt. Wie das Ganze wird. Ich würde ja gern Mit. ein bisschen, aber. Oh. Du siehst ja, wann ich Das. online bin. Ja. Aber wie gesagt, bei dem Neuen ist es wesentlich einfacher, einfach mal dazu zu kommen. Also, wenn du eben mal Lust hast, ist es nach wie vor Sonntag, Montag streamen wir. Also zumindest ich. Hummelchen vielleicht auch wieder am Sonntag. Stimmt, ich muss mal fragen, was mit ihrem Probearbeiten war gestern. Sie ist ja auf der Suche nach was Neuem. Wieder mal. Oh, guck mal, die schöne Landschaft. Ja, Ja, vielleicht Sonntag könnte ich mich vielleicht sogar anschließen. Man muss mal gucken, je oh. nachdem, wie fit das ich bin. Aber you will see. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das am Sonntag schaffe. Ja, morgens die Formel 1, dann irgendwie mittags um 1 DTM. Das wird irgendwie eine kurze Nacht werden. Oh. Jetzt hängt mir da noch ein Baumstamm im tiefen Lockerer. Wird Sehr bei gut. mir so oder so kurz. Ich meine, Na bin gut. morgen Vormittag, sollte ich eigentlich meinen Nachbarn wieder auf der Baustelle helfen. Ich kann aber nicht, weil mein Sohn Fußball spielt. Da bin ich natürlich vor Ort und unterstütze wieder hier lautstark mit meiner fachmännischen Meinung, die ich nicht habe. Und danach, keine Ahnung, werde ich mir mit ihm noch was unternehmen. Und abends bin ich schon wieder beim Kumpel, weil der legt wieder auf. Und ja, da geht es halt dann auch erst früh um 5 nach Hause. Und boah, um 7 wäre dann Formel 1. Weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Ich würde mal eher sagen, nein. Ja. Aber mal schauen. Aber auf jeden Fall werde ich das dann noch nachgucken. Mache ich auf jeden Fall. Weil Suzuka ist halt schon ein schönes Rennen, ne? Ich meine, die Strecke ist Das halt schon schön. ist halt, ja, das ist halt noch eine der wenigen richtigen, echten Rennstrecken, sag ich mal. Die richtigen, echten Rennstrecken. Ja, Was? oldschool. Was? Warum ist die richtig und echt? Ja, nicht irgendwie so diese Mickey Maus künstlichen Schikanen, sondern eben wirklich, du hast diesen Flow einfach drin. Aber trotzdem halt eine interessante Strecke einfach. Ja, ist halt super anspruchsvoll, die SS halt, ne, weil Ja, da ja. quälst du halt die Reifen halt durch, ne, und nach den SS hast du ja die langgezogene links und dann diese Doppelrechts, die eigentlich relativ eng sind, die Kurven, aber super schnell zu fahren sind und dann oben die Spitzkehre und ja, also es sind so viele Kurven, auch die, wie heißt die, R130 oder Ja, sowas. ja, ja. Die ja Vollgas geht, glaube ich. Ich weiß Ja, gar nicht, ich glaube, die geht Vollgas mit ja, 200 Autos, ne? also die ging, glaube ich, schon Vollgas und ich möchte wetten, dass die jetzt noch besser geht mit dem Ground-Effekt. Ja. Im Trockenen. Also und auch die Esses müssten vermutlich we wesentlich schneller gehen wie früher.
Also würde ich vermuten. Ich meine, die R130, die kannst du ja fast schon mit GT3-Autos vollfahren oder die gehen voll zu fahren. Aber das ist halt. Ich habe das schon mal versucht, auf so ein Spiel die voll zu fahren. Das ist halt. Wird auf der Kanonenkugel halt, ne? Oh ja. Aber, naja. Und danach kommt ja diese harte Schikane, wo du da so tief runterbremsen musst. Oh. Das ist halt schon wild. Ah, da ist ein Loch im Das hat Boden. sich nicht so gesund Da, angehört. Alles okay? ich bin fast in meine Schreinerei reingefallen. Ah, okay. Da war so ein Loch im Boden. Es ist halt schon verdammt dunkel hier. Hast du keine Scheinwerfer am Traktor? Doch, alles voll an, aber es ist dunkel. Es ist dunkel. Aber ich glaube, Warum ist die Musik schon laut? ich habe noch, naja, ich schätze mal, dass ich noch 3 Bahnen habe. Ich sehe es nicht, wie viele es noch sind. Ich habe auch noch ein paar Bahnen zu drehen mit dem Kalksteuer. Ich war jetzt gerade beim Shop und habe nochmal nachgeordert. Also eins weiß ich, erkalken werde ich heute nicht mehr, weil keine Sicht. Ich werde dann gleich noch meine Silage in die BGA füllen, nochmal Zuckerrüben nachladen und dann war's das. Dann Ja, ich werde noch ein geht's bisschen Silage heimfahren. in den Januar rein. Nein, Juhu. nicht in den Januar. Tu's nicht. Nein, Kaki. Und wenn ich das so sehe, im Januar und im Februar soll es schneien. Ach, hervorragend. Müsste eigentlich noch Ja. ein paar Sachen verkaufen hier. Ja, muss ich auch mal gucken, irgendwann mal. Ich bin ja immer noch am Überlegen, ob ich das wirklich machen soll mit der kompletten Baumwollrunde. Oder nicht? Ja, da, Gacki, diese Entscheidung kann ich dir leider nicht abnehmen, oder zum Glück, je nachdem. Hm. Kannst du sehen, wie ein. Oh, es sind nur noch 2 Bahnen. Ja, hervorragend. Habe ich wieder viel zu viel Kalk gekauft? Nee, es sind doch 2 Bahnen, müssten noch sein. Naja. Ich kann ja bei mir auf der Karte gucken. Ja, ich habe noch 2,5. Da sehe ich das besser. Dann haben wir das ja auch schon geschafft. Ja, gut. Und dann habe ich im Januar die 2 anderen Felder zum Grubbern, 2 Felder kalken. Oh, das war's. Die Wiese düngen. Oh ja, Felder muss ich auch noch düngen. Jede Menge. Und dann kann ich ja im Januar noch ein bisschen Holz machen. Den Das. Holzgacki. Da hatte ich ja neulich wieder einen schönen Folgentitel gehabt. Welchen denn? Der mit den Bäumen tanzt. Der mit den Bäumen tanzt. Ja, aber haben die Bäume nicht eher mit dir getanzt? Weiß nicht, das war so eine Folge, wo ich ständig Bäume irgendwie mit der Seilwinde durch die Gegend gezogen habe. Ach so. Das sah irgendwie so aus. Naja, naja. So, ich habe mein Kalken jetzt gleich abgeschlossen. Und wie vermutet, habe ich viel zu viel Kalk gekauft. What it is. Oh. Das habe ich, da bin ich gleich fertig. Hier müssen wir kalken. Da müssen wir kalken. Die 2 müssen wir grubbern. Boah. Manchmal sind die Bäume halt stärker wie der Traktor. Kommt vor. Oh, bisschen spät gebremst. Naja, gut, da gucke ich halt nicht, ob da jemand kommt. Ich habe ja sowieso Vorfahrt, so ein Ding ist es nämlich, wahr? Genau. Andi hat immer Vorfahrt. Das finde ich gut. Warum hast du mich dann von der Brücke geworfen? Keine Ahnung.
Du warst ja vorne, also was hast du doch vorgefahren? Bist du doch dann so. Und wenn du so langsam Ja. bist. Dann schiebst du mich halt einfach von der Brücke runter. Ja. Ja, sehr nett von dir, sehr nett. Das merke ich mir, Gacki. Aber dass du so fliegen gehst, hätte ich nicht erwartet. Das war, ich sehe nur, der biegt plötzlich da ab und ich bin ja erstmal weitergefahren. Ich habe dann erst, als du irgendwie gebrüllt hattest, dann bin ich auf der Brücke mal stehen geblieben. Dann habe ich dich da unten liegen sehen. Dachte nur, oh ja, gut. Ja, das kommt halt dabei raus, ne? Wenn man mal. Das war schön, war lustig. Ja. Hier ist ganz schön dunkel, aber mein Gespenst, also ich finde es echt gut, das Gespenst, weil jetzt habe ich echt eine schöne Markierung für meine zwei Türme. Ja, das habe ich vorhin auch gedacht. Ich habe mich so erschrocken, wo ich da vorhin längst gefahren bin. Ich hatte das ja noch nicht gesehen gehabt. Ich dachte, oh Ich, Gott. das war ja schon letzte Woche schon dort. Ja, ich bin da, glaube ich, nie vorbeigefahren, weil ich meistens ja unten raus war bei mir beim Hof. Und wenn ich oben raus war, fahre ich halt Richtung Stadt und nicht runter zu es. Und das war eben, als ich den Tiefenlockerer geholt habe, bin ich da längs gekommen. So, also ich bin fertig. Ja. Ich Oh, ah. könnte ja jetzt sogar noch sagen, tue ich noch Steine sammeln? Ja, mach mal. So, herzlich willkommen in der Kujote Ugly Bar. Bei der Kuhbusen-Saftmafia. Juhu, ey! Ja, wow, yeah, let's dance. Okay. Entschuldigung. Alles wieder gut. Ich bin wieder da. Was beim Andi hätte man meinen können, er ist der fliegende Holländer. Volle Begeisterung. Ja? Oh, hier muss ich rum. Ja, das hat sich eher so angeführt wie Hamilton Verstappen in Silverstone. Oh, da ist ein Geist. So, du musst kalken, hast du gesagt. Ja. Dann fülle ich dir den Dünger nicht wieder in den Kalksteuer rein, ja? Das wäre nett. Alles sauber. So, soll ich ihn aufräumen oder soll ich ihn Nee, herausstellen lassen? lass ihn gleich draußen stehen. Auf der Seite. Oh, ich glaube, da kann man stehen lassen. Das ist okay. Ja, da kommt er doch. Hallo. So, ich park mal hier. So, ich habe doch hier eben. Hä? Hä? War der nicht eben hier gestanden? Was wäre? Ach nee. Der steht ja noch hier drüben. Och Gott. Mein gabelstapelnder Fendt. Ach so. Den habe ich ja noch beim Marktstand stehen lassen. Muss Ach ich ja so. erst rüber eiern zum Hof. So. Weil wegen Silage und so. Ja, ich hole jetzt auch noch ein bisschen Gas ab. Hast du mal ein bisschen Gas für mich, Gacki? Nö, ich habe nur Silage. Achso. Schade. Aber ich würde sagen, so schön in der Dunkelheit kann Andi mal in Ruhe sein Gras irgendwo besorgen. Ich mache in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen Feierabend. Ich denke mal, wir werden uns morgen dann wieder sehen, aber dann wird es wieder hell sein. Ja.
Macht's einfach gut, schaut bei uns rein. Ich würde mich freuen und sag tschüss, bis dahin. Hey, hast du mal ein bisschen Gas, nicht? Sag mal, hey, hast du was? Hast du was? Entschuldigung, ciao, bis morgen.